Hi Leute und willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Wir möchten Platz 1 erreichen und Ranglistenkampf starten. Warte also, mal, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut, dann folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 1. Du kämpfst gegen die Ask-Ku-Patrouille. Nee, Ku-Patrouille. Im folgenden Kampf solltest du höchstens 20 Punkte Schaden erleiden. Oh. Das Publikum liebt keine schwächelnden Stars, okay? Dann zeig mir deinen einen guten Kampf. Toll. Habe ich irgendwie was? Boah. Kann auch von selber rein. Ordenpunkt habe ich 3. Ich meine, Ordenpunkt habe ich echt viele, ne? Aber. Mysterium, Kraftpunsch. Ja, eigentlich alles schon ganz, gar nicht so schlecht. Aber ich kann noch mehr Ordenpunkte gebrauchen. Wir haben noch so ein paar teure Sachen, die ich gerne hätte. Die leider aktuell ein bisschen teuer sind. Ist nur einer? Perfekt. Die Gegner im folgenden Kampf sind die Krawallklempner Bomber Luigi und. Und der Rasiermesserschwinger, die Ask-Ku-Patrouille. Na los, Mario, wir schaffen das. Wer der Stärkere von uns ist, wird sich gleich zeigen. Let's fight. Puh, so, du hast höchstens 20 Punkte Schaden erleiden. Ich würde mal den hier zum Start benutzen. Ich denke, der hält ordentlich was aus. 5 Schaden, das ist doch schon mal gut. So, dann können wir mal den Scanner reinhauen. Mal gucken, was wir so an Infos kriegen. Eine Ask-Ku-Patrouille. Der sieht aber ziemlich stark aus. Angriff 5, wow. Max-KP 25, Angriffskraft 5, Verteidigung 2. Besonders gefährlich sind seine Attacken, wenn er vorher Kraft sammelt. Diese roten Augen sind mir irgendwie unheimlich. Aber vielleicht hat er einfach nur schlecht geschlafen. Okay. Ah, perfekt, Konter. So, Kopfnuss bringt mir nichts. Scheunlage verteidigen, keine Ahnung. Oh. Angriffskraft durch Charge. Natürlich nicht so geil jetzt. Boah, perfekt. Das ist so wichtig, dass ich das hinkriege. Ah, die Sahne mich erwischt. So, aber gewonnen. Ah, sehr gut. Oh, nur 10. Das höchstens 20 Punkte Schaden erleiden, geschafft. Ja, aber nur wegen den Blocks. Der Gewinner ist Bomber Luigi. Das war ja ein Kinderspiel. Ja, wenn man alles blockt, ist das okay. Bitte eine Gage, exakt 30 Münzen. Mal steigt auf Rang 1. Dein Rang wurde erhöht, weil du die Auflage erfüllt hast. Ich lasse dich jetzt allein, also man sieht sich. Am besten zum Trainieren waren echt die beiden. Oh. Die beiden Kettenhunde. Schon wieder eine Mail. Worum es sich wohl diesmal handelt? Worum es diesmal geht, wie auch immer. Entferne die Poster von dir, die in der Lobby hängen. Wieder von diesem X. Das gefällt mir zwar nicht, aber anders kommen wir wohl nie an das Sternjuwel. Ja, wir sollten die Poster von dir entfernen, die in der Lobby hängen. Also dann gehen wir. Okay.
machen. Oh, es hängen mehrere von uns schon da. Krass. Wie entferne ich die denn? Ach, ja, klar. Dass hier nicht der Star angezeigt wird, sondern wirklich Platz 1. Und jetzt? Und die entfernt. Was bringt mir das? Ist noch mehr in der Lobby? Oben vielleicht? Ah, Tatsache. Oh! Lagerraum. Öffne die Tür im Obergeschoss des Lagers. Machen wir. Erstmal das da mache ich. Okay, jetzt habe ich wirklich alles angeguckt. Oh, warte. Du hast bestimmt noch was zu erzählen. Oh, hallo, mein kühner Kavalier. Du sollst dich ziemlich gut geschlagen. Was? Du sollst dich ziemlich gut geschlagen in der ersten Liga. Du sollst dich ziemlich gut geschlagen in der ersten Liga? Du hast. Das ist ein Wort falsch. Aber gegen Aurelius hast du nicht die geringste Chance. Nur derjenige, der diesen glitzernden Meistergurt trägt, passt zu mir. Hihihi. Okay. So. Interview? Bomba Luigi. Kannst du uns mit einem einzigen Wort sagen, wie du dich nach diesem Aufstieg fühlst? Halt, warte, lass mich ein paar Fotos von dir schießen. Nicht wirklich viel Neues. Schade. So, ich will auch wieder durchtauschen wollen. Das ist super. So, gut. Dann wollen wir noch mal. Was ist denn das? Was ist das denn? Samum und Marono. Dann Brief. Oma, hast du gesehen? Das war das nicht Toads Gover? Was in aller Welt hat das nun wieder zu bedeuten? Kommt hier. Nee. Will euch reden? Oma. Geh nicht in den leeren Ring. Leeren Ring? Hey Samum, kannst du dich nicht deutlich ausdrücken? Oh, unser bester Freund. Ach, schade. Soll ich irgendwas anderes sagen? Es ist aus. Okay, nichts Neues. Nicht den leeren Ring. Hm, ist das eine Falle oder was?
Kann ich ihn nochmal belauschen? Immer interessant. Runter, schade. Na gut. Hier wieder runter. Hops. Ist hier noch irgendwer? Bruder. Wer jetzt zum Kampf angemeldet ist, ist. Okay. Nope. Steht hier auch keiner, okay. Ach, wobei. Einmal noch kurz speichern. Entschuldigung. Aber es muss einmal noch sein. So, zack. Wir müssen das nicht machen, falls wir jetzt doch noch den Masterkampf hier verlieren. Was habt ihr zu sagen? Was ist eigentlich für ein Gefühl, kurz vor dem Meistertitel zu stehen? Du hast es fast geschafft. Auf deinen Hammer. Ich bin ich nicht neidisch. Aber dein Talent hätte ich gern. Aber ich gleiche ein fehlendes Talent mit hartem Training aus. Ich werde Champion. Das ist schon mal gut. Ja, du hältst dich tapfer, Bomber. Aber ich bin auch nicht schlecht, oder? Wenn wir noch einmal gegeneinander kämpfen, werde ich gewinnen. Okay, nichts Neues. Ach, wieso ist das durchgehend besetzt? Du bist doch ein... Ah. Na gut. Ranglistenkampf. Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Hey, bei deinem nächsten Kampf geht es um den Titel. Und daher ist dein folgender Gegner der Champion. Sein Name lautet Aurelius. Ich hoffe auf einen außergewöhnlichen, spannenden Kampf. Na, du wirst es nicht glauben, aber in diesem Kampf gibt es nur eine Aufgabe. Es gibt keine Auflage. Gibt es nur eine Auflage? Es gibt keine Auflage. Sehr schön. Du darfst deinen Champion mit restlos allen Mitteln bekämpfen, die dir zur Verfügung stehen. Also los, ab in den Ring. Schnapp dir den Champion-Titel. Ja, spannend sein, ne? Dein Kampf beginnt. Folge mir. Der finale Kampf. Mal gucken, was da so abgeht. Ich denke mal, der Part wird wieder länger. Oh, wir werden sogar geleitet. Hey, was soll das? Zum Ring geht es doch in die andere Richtung. Für diesen besonderen Kampf gibt es besondere Anweisungen. Also, folgt mir einfach. Okay. Ach scheiße, jetzt habe ich den Knipsi dabei. Hey, was wollen wir denn hier? Wartet hier. Kann ich jetzt noch was? Das muss auch ein Raum für die zweite Liga sein, nur dass niemand da ist. Wir sollten hier warten. Wir sollen hier warten. Aber was wird aus unserem Kampf gegen den Champion? Hey, ich will durchtauschen. Kommen wir nun zum Hauptevent dieses Abends. Bomber Luigi, derzeit auf Rang 1. Der ersten Liga. Trifft endlich auf unseren Champion Aurelius. Wir müssen uns zuerst das wandelnde Kraftwerk Aurelius. Champion! Mach sie platt! Wow, Champion! Wow! Okay. Aurelius, unser Champion. Bereit für den Kampf? Mein Herausforderer ist ein gefährlicher Gegner. Es gibt nur einen Champion, und das bin ich, also. Soll dieser wertige Gnom Luigi doch versuchen, mich zu besiegen, den mache ich platt. Aber bisher hat es noch niemand so schnell auf Rang 1 in der Liga geschafft. Bomber ist also schneller aufgestiegen als du.
selbst, Aurelius. Und? Was heißt das schon? Ich werde hier und heute unter Beweis stellen, dass ich die Nummer 1 bin. Aber ich bin auch Nummer 1. Du bist nur der Champ. Jetzt reicht es mir aber langsam mit der Warterei. Ich gehe mal fragen. Nein, tu es nicht. Ich bin eingesperrt. Warte mal, ich glaube, die Tür ist abgeschlossen. Wir sind eingesperrt. Okay. Du wirst mir nur den Herausforderer. Den hämmernden Henker, Bomber Luigi. Aber er scheint ein Problem zu geben. Wo bleibt Bomber Luigi? Boah, der hat sich aus Angst vor mir irgendwo versteckt. Was für ein Drama. Sollte Bomber Luigi tatsächlich verschwunden sein? Wenn er nicht unverzüglich im Ring erscheint, wird der Champion Aurelius kampflos zum Sieger erklärt. Aha. Dachte ich mir. Irgendwer will nicht, dass der verliert. Wenn wir nicht bald etwas unternehmen, sind wir die offiziellen Verlierer. Also sollten wir lieber schnell einen Weg herausfinden. Ah, oh, perfekt, ich darf doch noch tauschen. Nein. So. Darf nicht mal schlafen, war toll. Ist hier was hinter? Nee. Und dann ist ein Versteck. Auch nichts, Mann. Aha, viel Spruchster. So, leider nichts drin. Auch nichts drin. Okay. Oh, eine Münze. Hilft mir nur nicht. Ach, toll. Ah, auch kein Splitter. Schade. So, kann man das Ding hier benutzen? Nö, auch kaputt. Dann brauchen wir doch nochmal dich. Okay. Höh. Wofür steht die 1? Januar. Komm ich da jetzt immer durch? Ja, Tatsache. Okay. Nur alles überprüfen. Jetzt drinne. Oh. Oh, Lebenspilz. Den kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Gegen den Champ. Gut, dass wir das mal alles hier überprüfen. Da ist nichts drinne. Ah. Da ist auch nichts drin. Auch nicht. So. Schlafen darf ich nicht. Ist hier was hinter? Auch nichts. Was ist das hier? So, auf die Seite können wir nochmal gehen. Aha, von dieser Seite geht das. Ich glaube selbst nicht wieder drunter spülen. Wow. Sind wir nur? Egal, wir sollten auf jeden Fall schnellstens zum Ring. So, was ist los? Hast du deinen Hammer auf der Toilette vergessen? Manchmal bist du wirklich ziemlich schusselig. Hey Bomber, müsstest du nicht eigentlich im Ring stehen? Ja. Bomber, was machst du denn hier? Schnell in den Ring.
Ja, was hattest du denn auf der Toilette zu suchen, Mama? Gute Frage. So, wir sind voll live. Das passt. So, gut. Ja, wir werden erstmal hier Schluss machen. Und ja, beim nächsten Mal einfach den Kampf beginnen. Ich hatte gedacht, das wird länger dauern, weil jetzt der Kampf selber startet, aber nö. Wir wurden einfach verarscht. Gut, dann machen wir Schluss und bis zum nächsten Mal. Ciao.